Es gibt Betrügereien, die man so gut wie gar nicht verhindern kann. Ralf Löffler ist solch einer Gaunerei zum Opfer gefallen, als er sich nämlich ein gebrauchtes Auto gekauft hat. Er ist dabei mit einer Masche betrogen worden, mit der in Deutschland jedes Jahr rund 6 Milliarden Euro erbeutet werden. Und nichts wird bis heute dagegen getan. Das ist er, der Traumwagen von Ralf Löffler. Lange hat er gesucht, bis er eines Tages das passende Angebot sieht. Ich suche so ein Auto schon Ewigkeit. Und habe im Internet, in einer Autoplattform, habe ich das Auto gefunden. War auch vom Preis her interessant, muss man sagen. Es war ca. 1.000 Euro billiger als wie vergleichsweise Fahrzeuge. 8.600 Euro für einen Mercedes mit 175.000 Kilometern Laufleistung. Ein Schnäppchen. Die Probefahrt verläuft ohne Probleme. TÜV-Gutachten und die Serviceberichte vom Mercedes einwandfrei. Löffler kauft den Wagen. Bei einem zufälligen Werkstattbesuch wenig später lässt er die Daten des Autos auslesen. Das Ergebnis konnte er kaum glauben. Der Tacho war manipuliert. Der Wagen war nicht 175.000 Kilometer gelaufen, sondern 475.000. Ich habe 4 Serviceberichte von Mercedes-Benz, von einem Autohaus. Ich habe einen TÜV-Bericht. Die passen alle vom zeitlichen Ablauf her und von der Kilometerzahl passt es alles zusammen. Doch es stellte sich heraus, TÜV-Gutachten und die Mercedes-Serviceberichte waren manipuliert. Löffler war das Opfer einer professionellen Betrügerbande geworden. Kein Einzelfall, denn der ADAC schätzt, dass bei jedem dritten Gebrauchtwagen der Tacho manipuliert wurde. Dabei könnte das Problem technisch einfach gelöst werden. Die Industrie müsste die Kilometerzähler nur sicherer machen. Doch es geschehe zu wenig, meinen Experten. Die Industrie, die macht die Dinge, bei denen man Geld verdient, und das ist Neuwagen verkaufen. Und die Industrie hat deshalb nicht das allergrößte Interesse daran, sich jetzt um Gebrauchtwagen, um Manipulationen und Betrügereien dort zu kümmern. Der Verband der Automobilindustrie weist den Vorwurf zurück. Die Industrie versuche doch alles, was möglich sei, aber, Zitat, das Aufrechterhalten des Manipulationsschutzes ist ein ständiger Wettlauf zwischen der Automobilindustrie, die stetig verbesserte Schutzmaßnahmen entwickelt, und der Manipulationsbranche, die ihre Betrugssysteme immer wieder an die neue Technik anpasst. Dass dieser ständige Wettlauf nicht nötig ist, beweist unser Nachbarland Belgien. Hier werden die Kilometerstände aller Autos bei Werkstatt- oder TÜV-Besuchen zentral in einem Register erfasst. Das ist dort gesetzlich vorgeschrieben. Beim Kauf eines Gebrauchtwagens kann der Käufer den Kilometerstand abfragen. Ein Betrug ist so fast unmöglich. Doch die Politik bei uns in Deutschland zeigt kein Interesse an diesem System. Dabei müssten die Politiker bald handeln, meinen Experten. Ich glaube, das wäre die Aufgabe des Gesetzgebers. Deshalb haben wir Gesetzgeber, dass wir Betrug, der großflächig in unserer Gesellschaft vorkommt, mit gesetzlichen Vorgaben unterbinden. Allein in Deutschland schätzen Experten den Schaden durch Tachomanipulation auf rund 6 Milliarden Euro pro Jahr. Und den bezahlen nur bestimmte Käufer. Die Schwächsten in der Besitzerkette eines Autos, die am Ende stehen, die wenig Geld haben, Studenten, Rentner und viele andere, sind die Dummen. Weil die haben dann die Schaden aus der Manipulation zu tragen. Das sind nicht nur, dass sie zu viel für das Auto bezahlt haben, das sind auch häufig unterbliebene Verschleißreparaturen wie Zahnriemen, Bremsen, Spurstangen und andere Dinge, die dann die Leute besonders zur Kasse beten. Wer beim Kauf eines Gebrauchtwagens Tachobetrüger nicht auf den Leim gehen will, sollte folgende Checkliste beachten. Servicebescheinigungen und TÜV-Berichte daraufhin überprüfen, ob die dort eingetragenen Kilometerstände glaubhaft sind. Und auf Abnutzungserscheinungen im Wageninneren achten und, wenn möglich, die beim Hersteller gespeicherten Kilometerstände abfragen. Aber auch diese Tipps garantieren keine absolute Sicherheit. Und so wird Ralf Löffler wohl auch kein Einzelfall bleiben. Hoffnung, dass die Betrügerbande gefasst wird, hat er keine. Er glaubt, dass die Ermittlungen irgendwann ergebnislos eingestellt werden. Ich schreibe das einfach ab. So Leute musst du. Und so, ja, es ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Löffler bleibt wohl auf seinem Schaden sitzen und fühlt sich von Staat und Politik im Stich gelassen.